Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Minecraft. Mit mir, Cedric Aelsius, meine lieben Freunde. Ja, ich höre mich wahrscheinlich ein wenig anders an. Meine Renovierung ist abgeschlossen und jetzt kommen wieder regelmäßig Folgen raus. Ich versuche es zumindest. Ich hing gestern auch, also am 1. März, ein bisschen hinterher. Da wollte ich eigentlich eine Folge raushauen, war aber am Abend zuvor etwas beschäftigt, möchte ich meinen. So, ich habe unseren Stuff schon wieder aus der Truhe geholt, hatte ein bisschen Essen dabei, meine Rüstung mal hier abgelegt. Und ich möchte mir mal einen Rüstungsstand bauen. Und hatte ich hier irgendwo, hier ist Cleanstone. Machen wir gleich ein paar mehr davon. Und ich brauche Stickies. Viele Stickies davon. Es haben sich ja schon 4 Leute beworben. Also 5 insgesamt, einer hat die Wahl verlassen. 7 Stück. Haben wir irgendwo Stöcke? Hing das nicht ja irgendwo mal dran? Wenn, dann sieht man es nicht, ne? Und wenn, dann sieht man es nicht. Okay, Holz. Es geht alles zur Neige. Alles geht zur Neige. Nehmen wir mal das hier. Machen hier mal Sticks draus. Können wir gleich hier bleiben. So, packen wir die hier hin. Und das war so. So, so. So, so. Und so. Rüstungsständer. Zack. 16 Stück. Okay, schaut interessant aus auf jeden Fall. Habe ich glaube ich schon ein paar gebaut gehabt. Ins Rathaus wollte ich die erstmal stellen. Ich habe noch keine Bürgermeistervilla. Die kommt erst ein wenig später. Vielleicht ein Projekt, was man in zeitnaher Umgebung auch. Irgendjemand hat den Hebel umgelegt. Die Platten gehen da irgendwie nach oben. Sehr schön. Die beraten sich hier in der Ecke, finde ich gut. Und hier fehlt immer noch hier damals eine Creeper-Explosion. Und hier liegt immer noch der Schnee, also es ist immer noch kalt in der Bude. Ich gehe mal nach oben und tue in irgendeinen Raum erstmal so eine kleine Notunterkunft für uns einrichten. Ihr könnt ja mir mal in die Kommentare schreiben, was für Ratsgebäude hier reinkommen. Hier soll mal die Kantine entstehen, das Ratgebäude oder der Wartebereich. Hier entsteht noch eine Etage. Mit hier Rats Gedingsen und die Etage, die ist sozusagen schon fertig und hier sind verschiedene Büros, die hier reinkommen. Und da könnte man doch hier idealerweise, guck mal hier, zack, einen Rüstungsständer hinbauen und hier zack mal, nee, nicht anziehen, hier so hin, zack, zack. Zack. Und zack. Unsere Kluft. Für Abenteuer. So, ich kann da mal ein bisschen was zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Let's Play schon oben war. So, hier ist noch ein Büro mit Ausblick aufs Treppenhaus allerdings. Das ist eine kleine Nische. So, und dann sind hier noch ein Büro. Habe ich hier immer so kleine Nischen eingebaut. Hier ist allerdings kein Fenster, weil ja das Gericht an die Seite rankommt, dann musste ich die Fenster leider schließen. Deswegen ist hier dann auch kein Fenster drin. Leider, leider. Aber eine Etage höher. Weißt du, hier kann man bis nach ganz unten fallen, ist sehr schmerzhaft. Eine Etage weiter oben hat man hier einen wunderschönen Ausblick erstmal. Und hier sind Fenster. Und da kann man auch nicht rausspringen. Extra so errichtet und da hat man einen wunderschönen Ausblick hier auch mit dem Turm. Ach so, da konnte ich aufs Dach gehen. Das ist ein kleiner, wo ich das Dach noch gebaut habe. Sieht man auch wunderschön den 300er. Hier hinten ist nämlich noch eins, wo es immer geschneit hat. Da sieht man wirklich wunderschön den 300er und wie ihr seht, er ist noch nicht fertig. Den werden wir auch bald weiterbauen.
Aber eins nach dem anderen, ne? Dort hinten entsteht Weg und da ist das Haus des Countdown. Ist an der Seite ja, auf der anderen Seite. Können wir mal gucken, wie das von oben ausschaut. Ja. Guck mal, und da ist schon jemand drin. Ja, guckt sich alles ganz genau an. Ich beobachte sie. Ich glaube, ich habe das Chat nicht aus. Schwere Tat. Und ganz oben ist ja der Aussichtspunkt. Genau, hier habe ich mir einen Dacheinstieg gemacht. Da kann ich ja das hier oben gleich mal wegmachen. Schaut ja nicht aus. So schaut das von hier aus. Im Rathaus. Ganz schön hoch zum Vergleich zu den anderen Häusern. Aber was willst du machen, ne? Das ist ein ganzer Block, ja, da kann der bleiben. Zack. Autsch. So, das war der schnelle Weg. Machen wir uns mal auf. Auf zu neuen Gefilden. Es gibt nämlich was zu verkünden. Ja. Braucht die Spitze hergehen. Und da freue ich mich auch ganz sehr drauf. Ich habe übrigens hier ein paar Fichten angepflanzt. Also das habe ich ja im Let's Play gemacht. Ne? Die Schafe habe ich mal vermehrt. Ein bisschen. So teils, teils. Muss ich mal ein bisschen gucken hier, ob ich das hier reingepackt habe. Oder... Ach, hier ist die Gästetafel. Okay. Oder ob ich das hier reingetan habe. Weißgebrannter Thron. Notwende Einwohnerzahl. So, meine lieben Freunde. Und wir sind nicht mehr 250, sondern wir sind schon 260. Cool, oder? Also hätte ich eigentlich nicht da lassen können. Zack, zack. 260 sind wir jetzt. Und es ist doch mal was Schönes, oder? Bett habe ich natürlich nicht dabei. Aber da steht eins. Zack. Gehen wir erstmal schlafen. Eine etwas längere Folge. Ich nehme jetzt an sich etwas länger auf. Ich wollte jetzt die Folge natürlich hier 7, 8 Minuten. Das ist ja keine Folgenlänge. Wenn die Folgen 10 Minuten sind, dann sind die Folgen 10 Minuten. Ja? 260 Einwohner. Können wir mal ein schönes Foto machen, ja? Stellen wir uns mal hier vor. So, circa hier. Oh, alles inventiert. So, aber oben ist das Minecraft-Logo. Deswegen müsste ich ja so stehen. Oder etwas so. So, machen wir die Minimap aus. Vielleicht noch hochspringen dabei. Zack. Na, vielleicht doch ein bisschen in die Mitte. Zack. Oh, wie viel Zeit man da verbringen kann. Nur so ein Foto zu machen hier. Gibt's das denn? Na, so schaut's da gar nicht mal so übel aus. Zack und ich habe einen Screenshot gemacht. Ich habe das Chat ja aus. F5 wollte ich drücken. Sehr gut. So, meine lieben Freunde. Ach so, die 32 weißgebrannten Ton tun wir natürlich hier wieder rein. Können auch mal das Feld hinten abmähen. Mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Guten Tag. Jo, wir haben jetzt März, das kann ich eigentlich gleich mal ändern. Die aktuelle Zeit, eigentlich mache ich das immer offscreen. Wir haben März. Und da nichts Großes hier aufgetaucht ist, mache ich da auch keine großen Sprünge.
aktuelle Zeit. Was ist das für ein Lied? Das müsste eigentlich hier. Ja, genau. Life is Feudal ist das hier. Die Musik von Forest Village. Habe ich mal Let's Play. So, Banish 2.0 sozusagen. So. Achtzig. Bin mir nicht sicher, ich schreibe mal 1490. Nach. Die Geburt, ne? Zack. Nach MG? Nach Mu Yangshu Geburt, oder? Nach Mojang. Nach. So. Das sind auch immer die ersten drei Buchstaben, genau. Und dann auch ein Punkt. Genau. Super. Und Stand ist der 1. März 17. Super. Hier hinten, wer es nicht kennt, das Länderausgang. Wunderschöne Brücke. Guck mal, American Truck Simulator hier. Ein bisschen amerikanisches Feeling. Was haben wir denn hier noch in der Truhe? Ein bisschen Stone. Boom! Holla die Waldfee. Ist ja einiges drin. Hier ist ein Schwert. Das erste Schwert, was ich mit verzaubert habe. Vor Ewigkeiten. Das lasse ich mal hier, das brauche ich bestimmt noch. Das habe ich auch wahrscheinlich schon Ewigkeiten, ne, gesagt, dass ich hier das dort liegen lasse. Und dann komme ich wieder irgendwann dahin. Und dann sage ich dasselbe wieder. Zack. So, tun wir da anpflanzen, dass alles schön wächst. Auch gut. Ich habe jetzt keine Hake mit, sonst hätte ich das wieder zurecht. Ich habe keine Eimer mit, sonst hätte ich das zurecht gemacht. Ja, war auch ein Eimer drin. Aber ich weiß, wo einer ist. Hier ist ein Eimer. Ja. Der Fuß ist ein bisschen zugefroren. Aber gut, dass ich hier einen Friedhof daneben habe. Zack. Eben diese Funktion hier. Dass da die Fackel gesetzt wird. Das Coole ist, die Funktion, die geht jetzt auch hier. Ging das denn mal nicht? Das ging irgendwo nicht. Wo ging das denn nicht? Aber normal setzen ging. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wer es kennt. Kannst du in die Kommentare schreiben. Hier hinten ist ja ein riesengroßes Abteil. Was nicht, wie nennt man? Ja, freilassen? Will ich schon wieder ein Wassereimer hier verschwenden? Gehakt, genau. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Alles klar. Supi. Hier noch was drin. Fleisch, Setzlinge. Da wollten wir, glaube ich, mal aufforsten hier irgendwo. Schaut schon grün aus, wenn wir jetzt hier hingucken.
Aber hier soll ja auch mal eine Straße weiter gehen und da habe ich ja hier hinten so eine kleine Herberge geplant. Oder wie habe ich das geplant? Oder das steht ja hier schon dran. Mühle, Taverne. Taverne, Mühlengrund. Ist wahrscheinlich. Rechts hin, dahin. Hier habe ich einen Weg geplant und der sollte drunter gehen. Das soll hier hingehen. Na dann. Machen wir das doch mal. Fällen wir den Baum. Machen wir so Kleinigkeiten, die ich mir eigentlich nirgends notiert habe. Aber trotzdem auf der Agenda stehen. So schöne entspannte Musik hier gerade. Es ist hier ein neues Lied. Ich habe nämlich die Playlist aufgefrischt. Juhu. Das Lied nennt sich Angelschare, also Engelschare. Also Engelspende. Auf Deutsch übersetzt und ist von Kevin MacLeod. Der Bewohner oder die Bewohner sind hier Baumkinder, die inspizieren hier ganz genau das Blattwerk von innen. Das ist wirklich etwas. Ja, hört sich auf jeden Fall ein bisschen kirchlich an. Zack. Sind sogar Äpfel. Wie so die heilige Gloria. Zack. So. Ein paar Setzlinge eingesammelt hier. Das ist auch ein etwas älteres Lied schon bei mir, ja. Auf der Liste. So, dann gehen wir hier den Weg so ein bisschen. Schaut jetzt zwar nicht so breit aus, aber hier ist ja eigentlich alter Weg. Okay, können wir eigentlich mal die Straße rein hier. Machen wir hier heute ein paar Straßenarbeiten. Muss man auch machen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich habe den Eimer noch mit. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Gibt's doch nicht. Alter! Vergiss es einfach. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Ist mir alleine? Sind einige drauf. Ah, dann wird es doch sofort Tag. Na, meine lieben Freunde. Bis morgen. Ciao, ciao.